Vegan und Muskelaufbau. Zwei Dinge, die du unbedingt wissen sollst. Hallihallo, lieber Vegan Athlet, hier ist wieder dein Christian, dein Mr. Broccoli. Wie gut geht es dir? Im letzten Video haben wir uns damit beschäftigt, wie dein Umfeld auch deinen veganen Lifestyle beeinflussen kann. Und heute beschäftigen wir uns damit, wie du mit veganer Ernährung oder trotz veganer Ernährung Muskulatur aufbauen kannst. Hast du dir schon mal die Frage gestellt, warum solche Leute wie Karl S., Patrick Baboumian, Carl Lewis, also wirklich alles richtig krasse Athleten, richtig muskulöse Typen, vegan sind und trotzdem Muskelmasse haben? Du willst wissen, wie das geht? Es hängt nicht nur alleine mit dem Eiweiß zusammen. Weißt du, wenn du trainieren gehst oder wenn du dich bewegst, dann bewegst du deine Muskulatur. Und gerade beim Trainieren im Fitnessstudio oder mit Bodyweight und so weiter, indem du deine Muskulatur bewegst, verletzt du auch leicht die Muskulatur. Und dein Körper muss dann diese Muskulatur wieder reparieren. Dazu braucht er verschiedene Stoffe, wie zum Beispiel Wasser, wie zum Beispiel verschiedene Aminosäuren und weitere Stoffe. Und bei dem Punkt Aminosäuren kommen wir dann zum Eiweiß. Das heißt, Eiweiß besteht aus verschiedenen Aminosäuren. Das sind sogenannte essentielle Aminosäuren und nicht essentielle Aminosäuren. Essentielle kann der Körper nicht selber herstellen, dementsprechend müssen wir sie mit Eiweiß zufügen. Nicht essentielle kann der Körper selber aus verschiedenen anderen Bausteinen zusammenfügen und wir brauchen sie nicht extra zufügen. Das heißt, mit unserer Ernährung bringen wir natürlich eben auch den Baustoff für Muskelaufbau in unseren Körper. Und wenn du bedenkst, dass Protein aus Aminosäuren besteht, dann weißt du eben auch, dass es letztlich aufgespalten wird in Aminosäuren. Und dann ist es egal, ob es aus pflanzlichen Quellen besteht oder aus tierischen Quellen besteht. Einige Leute sagen, dass das Eiweiß aus tierischen Quellen unserem Eiweiß näher liegt oder unseren Aminosäuren, die wir benötigen, näher liegt. Andere sagen, nein, das pflanzliche Eiweiß liegt näher. Es ist jedoch wohl Fakt, dass pflanzliches Eiweiß schneller aufgespalten werden kann, ohne viel mehr Aufwand aufgespalten werden kann in die Aminosäuren und so die Aminosäuren zur Verfügung stehen für deinen Muskelaufbau. Sprich, du darfst, wenn deine Körperzellen, wenn deine Muskelzellen repariert werden müssen, um sie aufzubauen und stärker aufzubauen, denn so funktioniert Muskelwachstum, darfst du dem Körper die richtigen Bausteine liefern, sodass er daraus das Zeug letztlich das Rezept hinstellen kann, das er für Muskelaufbau benötigt. Das ist letztlich schon alles und das kannst du natürlich mit veganer Ernährung genauso gut erreichen oder vielleicht sogar noch besser und effizienter erreichen wie mit normaler Ernährung. Also wie gesagt, die ganz Großen machen es vor. Es gibt hunderte, tausende große Athleten, auch vegane, richtig krasse Bodybuilder, die mittlerweile mit riesen Muskeln rumlaufen und die kommen ja nicht von ungefähr. Ich werde dir unter dieses Video noch einen Link posten zu Top Vegan Athletes, also wie gesagt Athleten, die absolut klasse in Form sind, die muskulär super aussehen, die in Shape sind, definiert sind und dort kannst du dich mal informieren, wer da alles vegan ist. Wenn du aber für dich einen individuellen Baustein benötigst, da noch Lösungen brauchst, wann genau musst du was essen, dass es optimal funktioniert mit dem Aufbau und dass du natürlich eben auch nicht so viel Fett abnimmst etc., dann schau jetzt in die Vegan Athletes Lab. Wir verlosen einen von 20 kostenfreien Zugängen und zwar lebenslang. Wenn du weißt, dass in den Vegan Athletes Lab immer verschiedene Masterclasses hinzukommen, monatlich, dann profitierst du von einem lebenslangen Zugang, der ist mehrere tausend, wenn nicht sogar 10.000 Euro wert. Also von daher, trage dich jetzt ein und wir sehen uns spätestens in den Vegan Athletes Lab und nächste Woche gibt es das nächste Video. Du kannst dich jetzt schon mal drauf freuen, es gibt wieder was Besonderes. Alles Liebe, dein Mr. Broccoli, dein Christian.